Hallo Leute, schön, dass ihr wieder hier dabei seid bei Landwirtschaftssimulator 17 mit der Miss Kewir. Und Edgecraft 27. Brrr, du Schlingel, wo Aber bist du du schon erst. wieder hin? Ja, mal gucken, was wir hier so stehen haben. Ich weiß ja nicht mehr, ist ja schon lange her. Wir haben LKW. Ein Monat mussten wir jetzt Winterpause einlegen wegen dem ganzen Schnee. Nur auf Ja. unserer Farm ist jetzt langsam der Frühling wieder angekommen. Genau, man sieht ja so, die Sonne geht so halb auf, also der Frühling kommt. Frühling kommt. Gut, wir hatten die Sachen da geparkt, warst du das? Ich weiß es absolut nicht mehr. Warum gefällt es dir nicht? Nein, weiß nicht. Ja, haben wir jetzt alle Fahrzeuge für uns oder sind da irgendwelche Leihfahrzeuge? Sieht man das? In der Garage. Die Garage ist beim Shop mit. Der Shop war unter P. P, genau. Da hast ja, kannst du ja oben durchschalten. Gemietete, ja, Das okay, war. die Ne, unten hast du Garage. Pronto 9, irgendwas Gedönse. Das heißt nur Der noch ein Pronto 9. Fahrzeug. Aber den kann man lassen. Ja, wie viel Geld haben wir? Wir haben 198.000, davon haben wir, wie viel Schulden? Ja, Haufen. Nee, das ist nur das. Wo ist denn jetzt? Ja, wo war das? Das ist, glaube ich, unter Escape. Da. Wir haben 800.000 Kredit. Ja, das ist natürlich jetzt schon mal sehr gut. Ja, das ist Grundausstattung. Also ich weiß noch, in der letzten Folge haben wir die BGA gemacht, weil die habe ich ja heute hochgeladen. Die vorletzte und die letzte. Nach einem Monat. Ja, du hast die mal heute hochgeladen. Sehr schön. Wir können ja mal durchswitchen. Muss ja was bei der BGR stehen haben. Wir haben eigentlich immer BGR gemacht. Nein, BGA steht ja hier, da vorne der Traktor. Ne, wir haben alles hier stehen. Ja, sei ja, da steht ja hier. Wir können mal gucken, was wir so an den Feldern angepflanzt haben. Nichts? Weiß? Ich hab weiß. Was ist weiß? Weiß ist Zuckerrüben. Alter, das habe ich noch nie gesehen. Ich ahne nicht. Da ist sicher irgendein Fehler. So, was haben wir? Wir haben. Was sind unsere Felder da? Weizen? Was haben wir noch? Gerste? Das müssten Sojabohnen sein auf 12. Wir haben doch nie einen Lebensmittelboden angesetzt. Doch, weil wir die ernten können. Ja, stimmt, doch, ja. Damals sagt man mal, es ist ganz was Neues. Und wir müssen ja auch das Angebot ändern, sonst kauft ja keiner mehr was bei uns. Das heißt, wir werden jetzt mal die Zeit wieder schnell schalten, weil deswegen haben wir wahrscheinlich auch 120 gehabt. Weil wir Kann gewartet. sein, und jetzt müssen wir halt trotzdem irgendwas machen. Weil wir Ja. uns darüber aufregen, dass das Gerät auf ist. Genau. Ja, wir haben. LKW, Holzwirtschaft. Ja, was war eigentlich unser Plan? Weißt du das noch? Unser Brown. Es war Wir unser. hatten einen Plan. Ja, unser ursprünglicher Plan war ja eigentlich Curseplay reintun, damit Curseplay die Felder macht und wir andere Arbeiten angehen, Kühe und sowas. Nur das hat sich ja damit erledigt. Da, weil wir gerade herausgefunden haben, dass zumindest die Version, die wir momentan in Cosplay haben, nicht multiplayerfähig ist. Genau. Nee, es geht auch nicht. Ja, man, Kannst du anstellen. wir können ja ein paar Helfer wieder so laufen lassen. Also am Feld ein Helfer mit Mähdrescher. Ja, was haben wir denn so jetzt an Feld, Wachstumsstatus? Ja, normal. Unripe ist ja schon einiges laut Karte jetzt, 12 und so. Genau. Deswegen würde ich Hä? ja. Erntereif. Die Farben haben sich aber geändert, gell? Na was, wenn du mir kurz dir die Welt anschaust? Sieht überall aus, als wäre überall Weizen. Nee. Warum überhaupt? Nee, das ist ja nur Endereif, wenn du oben auf Wachstum bist. Ja, trotzdem. Wenn du dich hier umschaust, Feld 12 sollten die ja Sojabohnen sein. Na gut, Ach Feld 12 ist so. dort drüben, aber. Stimmt, ja, jetzt wo du sagst. Hä? Das ist doch alles irgendwie. Ja, aber wir haben gar nichts geändert. Wir haben jetzt nur die Mods geupdatet. Mehr haben wir nicht gemacht. Der Spielstand ist so, wie wir ihn zuletzt verlassen haben. Das ist ja alles. Na gut, das ist was Nee, das anderes. ist was anders. Das passt Sieht schon. vielleicht alles einfach nur so aus. Gerste, Soja, Bohnen, Weizen, das wird schon passen. Ja, wird schon passen. Sieht nur alles halt irgendwie so gleich aus. Genau. Ja, dann Ja, können wir ja ernten. stellst du mal Helfer drüben ein? Wo wollen wir hinfahren?
Ja, irgendein Feld einfach mal. Helfer Das einstellen. soll ja wohl mehr interessant sein. Ja, dann mach. Dort einen Helfer einstellen. Fertig. Dann nehmen wir den Schlepper, stellen wir den zum Feldrand. So, ausklappen. Dann haben wir das schon mal. Okay. Also, dass er das da oben. Es sieht alles irgendwie komisch aus, aber naja, wird schon sein. Es gibt ja auch keine neue Spielversion. Nee, deswegen, wir haben ja nur Mods geupdatet, mehr haben wir nicht gemacht. So, lass mal den mal hier stehen. Das Problem ist halt, dass wir nicht reicher werden. Wir werden nur ärmer. Werden immer ärmer. Wer erntet jetzt Sojabohnen? Gut. Wen haben wir denn an Bord? An Bord haben wir heute Den. Dirk. Dirk ist an Bord. Nee, das ist ja B, oder? Ja, da müssen wir halt unsere was auswählen. Benjamin. Benjamin ist an Bord. Benjamin. Und macht das schon. Helfer B wird durch ein Objekt blockiert. Ja, durch mich. Achso, okay, Wahrscheinlich. ja. So, hätten wir schon mal das erste. Bernd oder Benjamin Wie man es will. ist am Arbeiten. Ja, Holz könnten wir machen. wir können Holz fahren oder wir fahren mal einen Sprung zu BGA. Und gucken mal, was drüben so abgeht. Ich Ja, nehme was den soll denn da LKW. mitnehmen? Ja, den mit dem Frontlader. Ich Soll ich den nehme. Anhänger mitnehmen? Nee, den brauchen wir nicht, oder? Ja, oder? Keine Ahnung. Ja, lass mal immer, ja. Warum fährt er so Oh, langsam? boah. Wo fährst du denn lang? Ja, über das Feldweg. Ja, aber ein bisschen. Ja, der wackelt so extrem beim Lenken. Alter Schwede. Brauchen die so langsam zum Hochfahren? Gerade Voll extrem. creepy. Oh Gott, komm, komm, Junge, du schaffst es. Du hast natürlich auch den schlechtesten damals geholt. Den geilsten. Ah, mir hat er noch nie gefallen. Oh. Der ist schon geil. Und da kann man ja ein paar Bäume fällen noch. Soll wenigstens irgendwas Sinnvolles machen. In dieser Folge. Mal BGA schauen, bis dort aussieht. Was kann man mit der BGA alles machen? Verkaufen und Tierfutter. Ja. Wir müssten halt mal irgendwelche Tiere kaufen. Ja, aber dafür haben wir ja noch nicht die anderen Sachen alle. Ja, Wir es gibt ja brauchen. welche, die brauchen ja fast nichts. Ja, dann nenne sie mal. Keine Ahnung. Ich habe jetzt die Hilfe nicht auf. Du hast dir letztens mal alle Hilfeseiten durchgelesen, Ja, Heu während oder ich hart Gras. geschuftet habe. Heu oder Gras haben alle gebraucht. Echt jetzt? Das hat er übernommen? Oder haben wir. Nee, den haben wir nicht gekauft. Hä, was? Ach, den zweiten Silo King, den ich hier hingestellt habe. Das ist ja die Map, was ich geändert habe. Das hat er übernommen, Haben aber wir die auf der Bäume. Map überhaupt gespielt? Ja. Das war ja da, wo er die Bäume nicht übernommen hatte. Das hat er ja nicht gemacht. Genau. Aber den Dings hat er übernommen. Die Objekte. Nur meine schönen Bäume nicht. Ich werde dabei ein paar Bäume fällen. Ach stimmt, da war ja das mit dem Hoch- und Runtersitzen. Ne? Steuerung, glaube ich, war es. Ja. Ich liebe es, wenn der Baum nicht fällt. Weil was ganz merkwürdig ist, die Schaufel von dem Dings. Weil die Schaufel als Objekt wird erst ein paar Sekunden später mitbewegt. Ja, das ist ein bisschen Verzögerung durch Server und so.
Will der mich also verarschen? Sprich, du bist an einem Shot. Schalt doch mal deine Raspberry aus. Das tut zu viel Traffic. Nee. Das weiß ich nicht, ob ich schuld bin, weil im Endeffekt, wir hosten ja trotzdem irgendwie auf denen Servern auf. Das darf man nicht vergessen. Was macht der jetzt? Ich versuche einen Baum zu fällen, krieg's aber nicht gebacken. Ja, ich meine, was der jetzt hier macht. Also nimmt der das andere Objekt überhaupt wahr? Kriegst du Geld? Keine Ahnung. Weil das jetzt irgendwie da drunter liegt, das Zeugs. Ja, ganz dann. Creepy. Dann anscheinend nimmt das nicht wahr. Muss ich das wieder rausbaggern. Willst du nicht rauskriegen? Kommst du nicht ran? Okay. Das andere habe ich jetzt bekommen, nur das kriege ich nicht. Okay. Okay. Creepy. Aber eigentlich habe ich das richtig eingefügt. Habe extra darauf geachtet. Man macht ja nichts draus. Ich schaff's auch nicht, den Baum zu fällen. Wahnsinnig draus. Es läuft. Interessant. Mal gucken, was der Baum sagt. Ob der möchte oder nicht. Der mag dich. Ja, der mag mich, der fliegt. Oder der fliegt. Baum fällt. Baum schwebt. Das Lustige ist ja, dass es jetzt wirklich wahr ist. Was? Wir bringen ja immer noch Factorio-Folgen raus, dann zu dem Zeitpunkt, wo ich bei dir war. Genau. Und wo du auch wieder bei mir bist. Wo ich wieder bei dir bin. Genau. Das heißt, wir können wieder Factorio aufnehmen, wenn du da bist. Ja, wir haben jetzt zwischenzeitlich ein paar Folgen mal aufgenommen, also 14. Am 24. Februar geht's. Wie ist denn das gegangen mit diesem Rollmaßbanter? Überfrag mich bitte nicht. Du musst halt den einen Punkt, den anderen Punkt, oder was meinst du? Ja, aber wie die Dings dazu gegangen ist. Das die Taste. Ja. Ah. Alt-Rechtsklick oder sowas. Wie viel Meter kann man auf unseren LKW rauf tun? Ich glaube 12, gell? Ja, ich dachte, wir haben immer so 9 gecuttet. Dann machen wir 9. Ich wollte jetzt irgendwas nachschauen. Achso, Preise. Und zwar für Hexelgeld. Ah, ne, halt BGA, kacke. Ist nämlich nichts wert. Mir nicht. Ja, aber überhaupt nicht. Hat da nie jemand behauptet, dass es was wert ist? Ja, es war schon mal mehr wert. Ja, deswegen sind wir wieder auf Felder, Junge. Ja. Wir meinen jetzt gerade mal 400. Ja, dann lass es. Wir waren am Anfang, glaube ich, mal bei 700. Also ich glaube, der Curseplay in unserem Mods-Ordner ist nicht gut. Was liegt daran? Oder ist ja nicht aktiviert? Ja, keine Ahnung. Ja, die Skripte laden und so tut er ja trotzdem. Ich nee, kann sollte doch nicht. Doch, doch. Das Spiel lädt die Skripte trotzdem, nur er wird nicht ausgeführt im Spiel. Aber im Hintergrund trotzdem, wenn du einen fehlerhaften Mod im Mod-Ordner hast, macht er trotzdem Fehler. Ich kann mal versuchen, den Baum aufzuladen, ob das geht. Der Typ. Zerstückeln kann ich ihn nicht mehr. Warum? Weil er nichts, weil ich kein Dings krieg zum Zerschneiden. Kannst ja du mal versuchen. Und der eine kippt nicht um. Mhm. Oh, bei mir hängt das Spiel. Oh. Ich krieg kein Dings zum Zerschneiden, du? Ja. Das haben wir nicht zerschnitten, doch. Dann zerschneide ich nochmal.